kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei diesem neuen Projekt. Die traurige Musik untermalt meine Stimmung, denn jetzt spielen wir ein Spiel, was uns alle sehr emotional macht, aber nicht auf eine gute Weise, sondern auf eine fantastische Weise. Gothic 3 Götterdämmerung ist das Spiel, was uns alle bewegt und prägt. Und deshalb möchte die Community mich leiden sehen. Leidend durch dieses Spiel werden wir reisen in ein neues Abenteuer. Ein neues Spiel wird begonnen. Möchten Sie wirklich ein neues Spiel beginnen? Die Antwort ist natürlich ja. Sorry, diesen coolen Musikansatz, den musste ich gerade noch abwarten. Krieg in Mortana endete vor 2 Jahren. Seitdem herrscht ein brüchiger Frieden. Das Land ist geteilt. 4 Gruppierungen sind aus dem Chaos des Krieges hervorgegangen und versuchen, mit dem wenigen, das dem Land noch geblieben ist, etwas Neues aufzubauen. Im Süden hat Thoros die umherziehenden Orkkrieger zu einer explosiven Gemeinschaft geeint, die die Niederlage im Krieg noch nicht verwunden hat. Im Norden herrscht Gorn über Gotha und Faring. Er wacht mit Besorgnis über Thoros und die ständig wachsende Kriegsmaschinerie der Orks. Gorn beschließt, einer Attacke der Orks mit einem eigenen Angriff zuvorzukommen. Und wieder herrscht Krieg. Im Westen haben die Brüder Enoch und Anok eine Zuflucht für alle Kriegsmüden in Myrtana aufgebaut. Die Menschen dort versuchen, den Frieden zu wahren, die Gefahren, die von einem Krieg zwischen Trelis und Gotha ausgehen, zu vergessen und sich ein neues Leben aufzubauen. Im Osten regiert Lee, der versucht, sich und seine Leute aus den Konflikten des Landes herauszuhalten. Er ist überzeugt, dass die Menschen irgendwann genug vom Krieg haben werden und dann endlich Frieden herrschen wird. Xardas und der namenlose Held beobachten aus einer unbekannten Dimension ihre ehemaligen Weggefährten und streiten erbittert über deren Entscheidungen, die Myrtana Frieden und Freiheit bringen sollen. Ihre Auseinandersetzungen über das Schicksal des Landes, für das beide so lange gekämpft haben, wird immer heftiger. Xardas stimmt mit Lee überein. Auch er glaubt, dass die Menschen irgendwann genug vom Krieg haben werden und dann Frieden herrschen wird. Der Held hingegen glaubt, dass ein Frieden zwischen Thoros und Gorn erzwungen werden muss, wenn das Land je zur Ruhe kommen soll. Verärgert darüber, dass der Frieden, für den er sich aufgeopfert hat, so leichtfertig verspielt wurde, beschließt der namenlose Held, nach Myrtana zurückzukehren, um dem Land eine neue Ordnung zu bringen. Als Xardas davon erfährt, stellt er sich dem Held entgegen und bittet ihn, auf die Vernunft zu hören und seinen Plan wieder zu vergessen. Aber nichts kann den Lauf des Schicksals beeinflussen. Die beiden Männer sind Meister uralter Kräfte und geschickte Krieger. Sie verfügen über Fähigkeiten, die jeden anderen überwältigen würden. Der Kampf zwischen ihnen ist kurz. Der namenlose Held verlässt das Schlachtfeld. Er erwacht in Myrtana. Aber er ist geschwächt, verletzt und verwirrt. Ja, verwirrt bin ich auch. So viel können wir schon mal sagen. Gut, Tutorials braucht kein Mensch und wir starten direkt nach diesem fantastischen Intro in ein weiteres fantastisches Gespräch. Bist du zurück, um dir das Chaos anzusehen, das du hinterlassen hast? Ich habe kein Chaos hinterlassen. Ich habe euch allen die Chance gegeben, ein friedliches Myrtana zu schaffen, aber keiner von euch hat sie genutzt. Jetzt seht ihr, wo das hingeführt hat. Naja, es waren vor allem deine Freunde, die hier Probleme gemacht haben. Das ist noch lange kein Grund, sich den Hintern breit zu sitzen, während das Land im Blut anderer Menschen ersäuft. Anscheinend waren die Götter doch nicht der Grund für die ganzen Kriege. Die Leute sind einfach nur selbstsüchtig und scheuen sich auch nicht, für ihre Ziele Blut zu vergießen. Ich bin zurückgekommen, um dem ein Ende zu machen. Ganz genau. Wie bin ich hierher gekommen? Was ist mit mir passiert? Eine unserer Karawanen hat dich auf dem Weg nach Geldern gefunden, übel zugerichtet und fast tot. Ganz offensichtlich ein Ork-Angriff. Das war vor rund einer Woche. Wo ist meine Ausrüstung? Die wirst du vermutlich bei den Orks finden. Nimm dir ein Schwert aus den Kisten, die hier rumstehen. Das sollte für den Anfang reichen. Orks, bist du sicher?
Ja, die Lage ist ziemlich angespannt. Meine Leute fürchten die Orks. Sie überfallen unsere Karawanen, stehlen unsere Waren und töten die Händler. Ich höre fast täglich von solchen Vorfällen. Warum greifen Sie eure Karawanen an? Trelis und Gotha befinden sich im Krieg. Trelis braucht Erz und Munition für den Krieg. Und wenn die Orks etwas brauchen, nehmen sie es sich einfach. Deine Leute, was meinst du damit? Nachdem du Myrterna verlassen hattest, wurden mein Bruder und ich die Anführer von Geldern und Silden. Enoch kümmert sich um Geldern, ich um Silden. Warum wehrt ihr euch nicht? Das kommt nicht in Frage. Nach dem endlosen Krieg brauchen die Menschen von Myrterna endlich Frieden. Wir haben beschlossen, Geldern und Silden aus dem Krieg rauszuhalten. Einfach nur zu warten, während sich die Welt ihr Grab schaufelt, wird euch nicht weiterhelfen. Hör zu, Anok. Ich brauche deine Unterstützung, wenn ich Myrterna wieder vereinen will. Hilf mir dabei, Frieden zu schaffen. Würde ich ja gerne, aber... Aber was? Die Zeiten sind hart und man weiß nicht, wem man trauen kann. Du wirst dir mein Vertrauen verdienen müssen. Ich will hier noch einmal festhalten, dass wir Frieden schaffen, indem wir Krieg anfangen. Perfekt. Wir brauchen unterstützende Kräfte, die die Leute zur Vernunft bringen mit Gewalt. Und dann herrscht Frieden. Was? Ich habe mich für dieses Land aufgeopfert. Du weißt das und dennoch traust du mir nicht? Gorn und Taurus hätten dasselbe gesagt. Wo ist eigentlich Xardas geblieben? Warum willst du das wissen? Ich bin nur neugierig. Du warst der Letzte, der ihn gesehen hat. Er hat einen Weg gewählt, auf dem ich ihm nicht folgen konnte. Verstehe. Wie dem auch sei, da wäre immer noch die Sache mit deiner Vertrauenswürdigkeit. Verstehe, wie dem auch sei. Nix, ich verstehe hier gar nichts. Ist es nicht interessanter, wo Xardas ist? Warum ist das jetzt kein Thema mehr? Naja, egal, wir haben wichtigere Dinge zu klären, und zwar Empfehlungen schreiben. Denn wir sind nicht vertrauenswürdig. Er sagt zwar, Taurus und Gorn hätten dasselbe gesagt, dass auch sie sich für dieses Land aufgeopfert haben, aber das haben sie nicht getan. Also, der Held hat mit Abstand am meisten getan. Er hat zwar auch viel Unheil angerichtet, aber er hat auch am meisten getan. Das muss man einmal festhalten. Und wie lösen wir die? Schau dich in der Stadt um und biete den Leuten deine Hilfe an. Hast du was für sie erledigt, lass dir ein Empfehlungsschreiben geben. Komm wieder zu mir, wenn du 5 davon hast. Gut, ich werde die Empfehlungsschreiben besorgen. Das hoffe ich. Ach ja, eins noch. Wenn du Boris siehst, geh ihm besser aus dem Weg. Wer ist Boris? Ein alter Freund. Ist er gefährlich? Nein, er redet nur zu viel und deine Zeit ist knapp. Wo finde ich ihn? Boris bewacht eines der Tore von Geldern. Es ist das Tor, welches nach Trelis führt. Das ist so eine random Info einfach, ne? Ja, heile Boris. Gut, wir plündern mal alles. Ganz wichtig und richtig auch. Ja, und so geht gutes Questdesign, Leute. Wenn man direkt ins Spiel startet, dann möchte man als erstes 5 Empfehlungsschreiben sammeln. Jeder von euch wird das direkt verstehen. So. Was können wir denn eigentlich so? Wie sieht's denn aus hier? Können vergiften. Und Tiere rufen kann ich auch. Sonst noch irgendwas? Stabkampf kann ich. Aha. Umschießen. Große Waffen kann ich auch. 125 Stärke. 250 Leben, 150 Ausdauer, 150 Mana. Schön, schön. Geh nicht zu nah ans Feuer. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Gerbrand. Gerbrand, bist du etwa beim Schmieden eingefroren? Das kann schon mal passieren. Konzentrierte Arbeit kann nicht jeder Schmied. Ich denke, er ist einfach in Gedanken versunken gerade. Hallo. Kommst du aus Silden? Nein, ich bin von Gotha hierher gezogen. Warum hast du Gotha verlassen? Gorn hat Leute gegen ihren Willen in die Armee eingezogen. Als die Soldaten zu meinem Haus gekommen sind, habe ich die Beine in die Hand genommen. Aber es ist eine Ehre, für sein Land zu kämpfen. Ach, spar dir deine Predigt. Nicht jeder ist zum Soldaten geboren. Aber ohne uns einfache Leute hättet ihr Krieger niemanden, den ihr beschützen könnt. Wir sind das Land, für das ihr kämpft. Ah ja. Kannst du mir was über Gorns Armee erzählen? Sie wird ständig größer. Gorn hat außerdem Magier und einen Alchemisten angeheuert. Verachtest du Gorn für das, was er getan hat? Ach, man sollte Gorn in den Knast stecken. Er hat diesen Krieg schließlich angefangen. Am besten hackt man ihm auch gleich die Hände ab, damit er nie wieder ein Schwert in die Finger bekommt.
Vielleicht gab es einen guten Grund für den Angriff. Was weißt du über Taurus? Jeder in Myrterna weiß, dass es Taurus war, der den Frieden zwischen Menschen und Orks vermittelt hat. Im Gegensatz zu Gorn ist er ein ehrenhafter Mann. Traust du den Orks? Nein, aber ich traue Taurus. Danke, dass du meine Fragen beantwortet hast. Der Krieg wird bald zu Ende sein, das verspreche ich dir. Wirst du Gorn töten? Nur wenn ich überzeugt bin, dass er wirklich im Unrecht ist. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Sound los ist. Und er guckt ziemlich gruselig. Naja. So, was haben wir denn hier schönes? Kruschspalter. Diese Axt, zahllose Schilde gespalten und Angst und Schrecken unter den Soldaten der Menschen verbreitet. Jeder hat schon vom Kruschspalter gehört. Jeder. Das sind die Gebrüder Torwache. Das Spiel funktioniert einfach sehr gut. Und hier sind noch weitere von denen. Ich hab's neulich im Angebot, deswegen sind so viele davon eingekauft worden. Oder Anok bestimmt den Look, wie die Wachen aussehen müssen. Kann natürlich auch sein. Was gibt's hier so Schönes? Alte Truhe. Kurz vor geschossen, warum nicht? Kann man noch mal gebrauchen hier. Lebensring haben wir auch. Muss aber sagen, das Aussehen des Helden und viele Rüstungen in Götterdämmerung gefallen mir gut. Also der Held sieht hier besser aus, finde ich, als in Gothic 3. Und eine Sache muss ich euch unbedingt jetzt zeigen. Das muss man einfach gesehen haben. Die Götterdämmerung Ausweichanimation. Nach hinten. Nach vorne. Nach vorne ausweichen sowieso sehr gut. Zur Seite. Ja. Und zur anderen Seite. Weg mit der Waffe! Hau los, zum Staunen. Diese Animation. Psst. Hey, du da. Ja? Ich komme nicht aus der Gegend. Kannst du mir sagen, wo ich das Wirtshaus finde? Oh, da gibt's einige. Nein, nein, ich suche nicht ein Wirtshaus. Ich suche das Wirtshaus. Das Wirtshaus? Na, das von ihr. Was redest du da? Du kommst wohl auch nicht von hier. Hast du noch nicht von ihr gehört? Keine Ahnung, was du da redest. Und ich will's auch gar nicht wissen. Mach's gut. Also ich würde es gerne wissen. Übrigens fällt mir auf, es ist kein... Fällt dir ein hier? Thais? Nein. Schwierigkeitsgrad? Weißt du was, den stellen wir sofort auf einfach. Je schneller die Kämpfe hier vorbei sind, desto besser ist es. Oh, ach hier, Untertitel. Oh, du hast aber ein reichhaltiges Angebot. Ach guck mal, der Kruschspalter ist 11.875 Gold wert. Das ist ja schön. Wie Gold hat er nicht mal. Kauf uns mal ein paar Heiltränke. Anna Tränke auch, warum nicht? Das ist gar nichts wert. Naja. Wie läuft's so? Naja, bis gestern Abend ging's mir nicht so gut. Aber jetzt fühle ich mich großartig. Ah, okay. Was ist denn passiert, dass es dir jetzt wieder so gut geht? Ich habe das Glück gefunden, mein Freund. Als meine Ehe in die Brüche gegangen ist, hat mir das ziemlich zugesetzt. Aber letzte Nacht ist mir im Wirtshaus das Glück begegnet, wenn du verstehst. Du siehst auch etwas fertig aus. Red doch mal mit ihr. Ich geh da mal. Erzähl doch mal mehr. Das ist übrigens Stimme von Brandon Fraser. Dieser Sprecher hat auch immer bei Fable mitgemacht. Fable 1. Bei Götterdämmerung sind einige bekannte Synchronsprecher dabei, die dazugekommen sind. Das ist ja gerade das Witzige, dass die diesen Schwachsinn hier vertonen mussten. Naja, aber ich glaube, die kamen sich alle ziemlich blöd vor, diesen Mist hier vorzulesen oder vorzutragen. Hier haben wir übrigens auch wieder ganz viele gleich aussehende Wachen, das ist doch sehr schön. Was willst du? Lippenbewegung gibt's auch nicht mehr. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Anscheinend.
Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Mhm. Lass mich. Die sehen einfach alle gleich aus. Die haben einfach so immer die gleichen Leute hier hingespawnt. Hm? Wer bist du? Ein Bürger Myrtanas, so wie du. Warte mal, wir müssen mal ein bisschen hier die Musik auch leiser stellen. Und wie ist die? Sehr laut. Die ist schon so gering und trotzdem ist sie irgendwie so laut. Was kannst du mir über den Krieg erzählen? Was für ein Krieg? Oh. Oh, schnell, bring mir meine Rüstung. Nein, warte. Ich habe ja gar keine Rüstung. Mist. Was mache ich jetzt bloß? Entspann dich. Zwischen Menschen und Orks herrscht Krieg. Weißt du was darüber? Ein Krieg? War der nicht vorbei, als Xardas das untote Bison getötet hat? Bison? Davon gibt's doch jede Menge. Oh. Oh, wie schrecklich. Ich glaube, den Anblick eines weiteren untoten Bisons würde ich nicht überstehen. Das war ja richtig witzig. Kann ich dir irgendwie helfen? Wie? Was? Helfen? Ja, warum nicht? Bist du ein Sklave? Nein, nur ein Bürger Myrtanas, so wie du. Wer bist du? Ich bin ein Sklave. Nein. Ein Ork? Das kann auch nicht stimmen. Ein Alchemist. Genau. Ich bin ein Alchemist. Aber frag mich bloß nicht nach meinem Namen. Was machst du da? Ich? Ach ja. Ich mische den mächtigsten Trank, den je ein Alchemist erschaffen hat. Also ich glaube, die haben sich wirklich gedacht, hier dieser Renwick, glaube ich, hieß er in Gothic 3, dieser verwirrte Alchemist. Wir nehmen das als Basis und packen da nochmal etwas mehr Verwirrtheit in die Dialoge mit rein. Und ich fand den in Gothic 3 schon nicht lustig, den Renwick. Er hier, das ist ja, also ich weiß gar nicht, es gibt gar kein Wort dafür. Für das, was es ist. Wie würdet ihr das bezeichnen? Und wie wirkt er? Er macht einen dicker. Nein. Größer? Auch nicht. Ach stimmt. Er macht einen mächtiger. Viel mächtiger, als das sonst irgendein Trank könnte. Ach was, zu viel Sumpfkraut geraucht, hä? Sumpfkraut? Nein, das brauche ich nicht. Ich brauche Feuernesseln. Feuernesseln? Die findet man doch überall. Warum suchst du die nicht selbst? Es sind nicht einfach Feuernesseln, die ich suche. Ich benötige Feuernesseln aus den Mägen der Scavenger. Nur mit diesen wird mein Trank noch mächtiger werden. Daraus willst du einen Trank machen? Ist ja widerlich. Nein, nein. Ich wasche meine Zutaten ab, bevor ich sie benutze. Also, hilfst du mir jetzt oder nicht? Natürlich. Na gut. Wie viele Feuernesseln brauchst du? Ungefähr 700. Nein. 5 müssten reichen. Wo finde ich die Scavenger? Die findest du irgendwo. Nein. Jetzt fällt es mir wieder ein, wo ich die Biester gesehen habe. Verlasse das Dorf durch das Tor im Norden. Halte dich dann links und gehe bis zum Fluss. Dort halten sich die Viecher gerne auf. Das springt für mich dabei raus. Wie wäre es mit ein paar Tränken? Nicht schlecht für den Anfang. Ich brauche außerdem ein Empfehlungsschreiben für Anok. Klar, aber gern. Ich liebe es, Empfehlungsschreiben zu verteilen. Ja, ich liebe das auch. Also mal eine ernst gemeinte Frage. Gibt es jemanden unter euch, der das lustig findet? Ich meine, man findet ja allen möglichen Scheiß lustig, ne? Aber das ist so übertrieben aufgesetzt. Keine Ahnung. Vielleicht fehlt auch einfach der Bezug zu so einem Charakter. Wenn das jetzt irgendein bekannter Gothic-Charakter wäre, vielleicht wäre es dann lustig. Aber keine Ahnung. Das ist einfach unangenehm. Haben sich Taurus Orks mal an deine Tränke rangemacht? Was? Nein. Warum sollten sie das machen? Das wäre doch totaler Blödsinn. Allerdings. Alles klar, ich besorge dir die Zutaten.
Ich finde es auch so doof, dass ich alle Dialogoptionen durchgehen muss. Warum? Lass gut reden. Hallo. Kann ich vielleicht was für dich tun? Was weißt du über die Ork-Angriffe? Nichts. Ich versuche nur, über die Runden zu kommen. Hat der Krieg deinem Geschäft geschadet? Ganz im Gegenteil. Ich verkaufe jetzt viel mehr Waffen. Cool. Stählerne Krone, ja, da sehe ich mich. Eine sehr schöne Einrichtung hier. Und wie fein säuberlich jemand sortiert das ganze Zeug hier auf den Tisch gelegt hat. Einfach schön. Ich bin der Wirt hier. Brauchst du ein Zimmer? Nein. Du siehst nicht gerade glücklich aus. Kann ich was für dich tun? Okay. Sag schon, was ist los? Barnabas. Wer ist das? Ein verfluchter Dreckskerl. Ach. Und was hat er getan? Er hat sich bei mir ein Zimmer genommen, ist 3 Tage geblieben und dann ohne zu zahlen abgehauen. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass die Leute wegen des verdammten Krieges nicht mehr so viel reisen und deshalb das Geschäft schlecht läuft. Aber dann hat er... Ja? Naja, dann hat er... Nun... Ich bin verheiratet. Und er... hat mit meiner Frau... Na, du weißt schon. Oh, tut mir leid, das zu hören. Vielleicht kann ich dir ja behilflich sein. Vielleicht. Es gäbe da zweierlei, das du für mich erledigen könntest. Du könntest mir mein Geld besorgen und ihm für das, was er mit meiner Frau angestellt hat, mal ordentlich den Kopf waschen. Wenn ich dir das Geld besorge, will ich ein Empfehlungsschreiben von dir. Jeder will irgendwas von mir. Na gut, einverstanden. Oh Mann, ey. Den Sprecher kenne ich aber auch aus Fable, der hat ja auch voll viele Leute vertont. Hast du seit dem Krieg weniger Gäste? Mehr denn je. Was für Gäste sind das so? Meistens Leute, die was mit dem Krieg zu tun haben. Soldaten, Schmiede, Waffenschmiede, sowas in der Art. Behältst du deine Gäste im Auge? Oh nein, das würde mich nur verrückt machen. Ich schaue nur, dass die Kasse stimmt. Aber meine Frau beobachtet die Gäste gerne. Hattest du auch mal Orks als Gäste? Ja, ein paar, aber das war vor dem Krieg. Jetzt lassen sie sich ja nicht mehr hier blicken. Und du bist sicher, dass ich ihm nur den Kopf waschen soll? Ich könnte ihm auch mal ordentlich die Fresse polieren. Wirklich? Das würdest du tun? Das wäre toll, aber sag ihm nicht, dass ich dich geschickt habe. Keine Angst, werde ich nicht. Aber für den kleinen Zusatzdienst will ich etwas Gold sehen. Gut. Gold für gebrochene Knochen. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Ja, Wahnsinn. Muss man sich mal vorstellen, der Held kommt aus einer unbekannten Dimension mit Xardas, aus dem unbekannten Land zurück, will das Land retten und jetzt verprügelt er einfach Leute für Geld. Komm, dann suchen wir mal diese komischen Skavengas. Da sind sie doch. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, aber wir haben ja auf leicht gestellt, das sollte gehen. Oh, sehr gut. One Hit. So mag ich das. So macht das Kampfsystem noch Spaß. Hier, bitte. Die Feuernesseln, die du suchst. Danke. Wofür waren die nochmal? Ach ja, stimmt ja. Hier, deine Belohnung. Danke. Ich hätte so gern noch mit ihm weitergequatscht. Ich hätte so viele interessante Dinge zu erzählen. Ich hab zu tun. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Lass mich. Hallo, womit kann ich dir dienen? Ich habe gerade eine neue Lieferung reinbekommen. Was für eine Lieferung? Alles Mögliche. Sag mir einfach, was du brauchst. Was kannst du mir über Anok sagen? Ich wünschte, wir hätten einen besseren Anführer. Ich bitte jeden Tag, dass ein großer König kommt und alles gut wird. Anok war einfach so reingeschnitten in den Dialog. Was kannst du mir über Anok sagen? Was kann denn schon groß passieren? Giftige Warrader im Angebot. So, wen gibt's hier noch? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, einiges. Empfehlungsschreiben sammeln. Was ist denn da oben los? Ach, Möwen. Wir haben auch eine sehr interessante Laufanimation. Aber Möwen sind neu, die gab's nicht in Gothic 3. Ölk, aber Ölk gab's in Gothic 3. Bist du der echte Ölk, der allerechte?
Du siehst irgendwie entnervt aus. Ja, und Walter, ich habe ja auch allen Grund dazu. Ganz ruhig. Was ist los? Ich mag es gerne still und ruhig. Ich habe sogar nie geheiratet, weil ich keine lärmenden Kinder um mich herum haben wollte. Mhm. Und was genau ist jetzt dein Problem? Oh, mein Problem sind die Vögel auf meinem Dach. Ich habe das Haus am Fluss gekauft, weil man hier den Stadtlärm nicht mehr hören kann. Aber jetzt ist so ein verrückter Vogelliebhaber in die Stadt gekommen. Und der meint, dass mein Dach der perfekte Platz ist, um die Möwen aus Halbmyrtana anzulocken. Wie stellt er das denn an? Er verteilt nachts Unmengen an Brotkrumen auf meinem Dach. Und am nächsten Morgen ist hier so ein Lärm, dass ich keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Ich könnte dir bei der Sache behilflich sein. Oh, wirklich? Wenn du diesen Vogelspinner finden könntest, wäre ich dir ewig dankbar. Ein Empfehlungsschreiben von dir würde mir schon reichen. Aber sicher. Dieser Verrückte hinterlässt überall, wo er auftaucht, Brotkrumen. Vielleicht hilft dir das bei der Suche. Ja, bestimmt. Können wir diese Dinger töten? Ja, Brotkrumen. Ganze Laibe Brote verteilt er auf dem Dach. Hubert. Möchte gegen einen deiner Leute kämpfen? Du bist hier der Arenameister? Ich möchte gegen einen deiner Leute kämpfen. Okay, das sind die Regeln. Als erstes musst du gegen Griswald antreten. Wenn du ihn besiegst, kannst du gegen Ritt kämpfen. Hast du ihn auch geschlagen, darfst du gegen Ewart antreten. Also los, dann zeig mal, was du kannst. Komm her, Bürschchen! Möchte ich stechen, Junge. Ja. Will dich stechen. Das gibt's doch gar nicht. Siegerritt. Der letzte Mist. Tja, das wird jetzt ein Ritt. Komm her, Bürschchen! Wie, du kannst es blocken. Stirb, Junge. Verdient das Level ab. Ausgezeichnet. Jetzt kannst du gegen den Champion antreten. Gut. Da ist er. Wollten wir hinbekommen. Komm her! Das hat gesessen. Ups. Los, mach mal Stich. Mach mal Stich. Wahnsinnskampf. Kein Kampf war je epischer als dieser. Gute Arbeit. Lass mich. Das war's jetzt. Keine Empfehlung schreiben für mich, weil ich der beste Kämpfer der Welt bin. Errol? Kann ich dir irgendwie helfen? Glaube ich kaum. Du siehst nicht so aus, als könntest du mir helfen. Pass gefälligst auf, wie du mit mir redest. Bist du etwas empfindlich, wie? Ich brauche jemanden, der nicht gleich alles kurz und klein schlägt. Jemand mit Grips. Aber du willst dich bestimmt die ganze Zeit nur prügeln. Leute wie du sind schuld dran, dass wir heute in so beschissenen Zeiten leben. Einfach Captain Hero. Oder... den dieser Sprecher auch vertont hat, der Bluthund bei Game of Thrones. Und was glaubst du, wohin deine ganzen Beleidigungen führen? Da, genau das meine ich. Und du stehst ja lieber den ganzen Tag rum, drehst Däumchen und wartest auf bessere Zeiten. Echt mal. Warte mal, so war das doch nicht gemeint. Dass ich so rede, liegt nur an dem ganzen Scheiß, der hier um mich herum passiert. Der Krieg geht eben auch an einem Dieb wie mir nicht spurlos vorbei.
Die Zeiten sind hart und man weiß nicht, wem man trauen kann. Schon klar, also brauchst du jetzt Hilfe oder nicht? Die Ork-Angriffe auf die Karawanen häufen sich und ich soll mich um die Sache kümmern. Wer hat dich damit beauftragt? Anok. Der alte Trottel wird langsam immer verzweifelter. Und worauf wartest du noch? Ich würde ihm ja gerne helfen, aber ich bin Dieb und kein Soldat. Die Orks scheinen irgendwie stärker geworden zu sein. Es liegt eine neue Art Magie in der Luft. Was willst du dagegen tun? Dylan besitzt ein Amulett. Wenn ich das hätte, würde ich mich sofort um die Orks kümmern. Wer ist dieser Dylan? Er ist ein Händler. Und wo finde ich ihn? In Geldern. Auf den Straßen lauern zwar jede Menge wilde Tiere, aber Geldern kannst du eigentlich nicht verpassen. Warum kaufst du ihm das Amulett nicht einfach ab? Ich bin ein Dieb. Schon vergessen? Sag mal, warum besorgst du mir das Amulett nicht einfach? Ich würde dir im Gegenzug auch ein paar Sachen über das Diebeshandwerk beibringen. Du willst, dass ich es ihm klaue? Ich bitte dich nur um Hilfe. Du bist doch bereit zu töten, um dem Land Frieden zu bringen. Ist es so anders, wenn du klaust, um dabei zu helfen, die Händler zu beschützen? Ich brauche außerdem ein Empfehlungsschreiben für Anok. Ach, warum nicht? Einverstanden. Hat der Krieg Auswirkungen auf dein Geschäft? Ja, die Leute passen jetzt besser auf ihr Zeug auf. Wenn es nichts mehr zu klauen gibt, könntest du dich ja für den Frieden in Mortana einsetzen. Nein, eine bessere Zeit, meine Fähigkeiten zu schärfen, gibt es nicht. Und wenn der Krieg vorbei ist, habe ich ein paar neue Wege, die Leute um ihr Zeug zu erleichtern. Das Land braucht fähige Männer. Warum setzt du deine Fähigkeiten nicht zum Wohl Mortanas ein? Ich diene nur mir selbst und da bin ich nicht allein. Oder siehst du hier irgendwo jemanden, der sich für andere einsetzt? Das Leben in Mortana ist ziemlich rau geworden. Hast du überhaupt mal was getan, um die Lage in Mortana zu verbessern? Hast du das denn? Deine Ansprachen kannst du dir sparen. Glaubst du, der Krieg geht irgendwann mal zu Ende? Klar, Kriege kommen und gehen, genau wie Helden. Nur wir, die Menschen von Myrtana, sind immer hier und müssen die ganze Scheiße ausbaden. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Und die Dialoge sind so gut geschrieben, ne? Einfach fantastisch. Da ist auch Banner was. Dich brauche ich. Was willst du? Ich hab zu tun. Anton hat mich beauftragt. Anton? Was will der Schlappschwanz von mir? Du hast ja ein Zimmer bei ihm genommen und nicht bezahlt. Außerdem hast du mit seiner Frau rumgemacht. Ah, ja. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Warte mal, es war gestern. Anton hat ein gutes Auge für Artefakte, wenn du verstehst. Aber was hast du mit der Sache zu tun? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du deine Schulden begleichst, Barnabas. Hat Anton dich beauftragt, seine Drecksarbeit zu übernehmen? Was hat er dir dafür geboten? Ein kostenloses Zimmer für eine Nacht? Barnabas hat mich beauftragt, obwohl Barnabas... Also, Barnabas. Anton hat mich beauftragt, sagt der Held. Anton hat aber gesagt, wir sollen gar nicht sagen, dass er uns geschickt hat. Und dann sagen wir ihm das. Und er fragt dann, hat Anton dich beauftragt? Das ist einfach zu gut. Gold und ein Empfehlungsschreiben. Warum helfen wir uns nicht gegenseitig? Ich bin zurzeit etwas knapp bei Kasse. Übernimm du erstmal meine Schulden, ich zahle dir das Gold dann später zurück. Außerdem gebe ich dir diesen Zauber mit. Benutze ihn bei Anton. Dann vergisst er die ganze Angelegenheit, einschließlich der Sache mit seiner Frau. Und was habe ich davon? Nun, die Sache ist ganz einfach. Wenn du ihn ausbezahlst, ist er zufrieden. Und ich auch. Und das Gold bekommst du ja wieder. Und wenn du den Zauber bei ihm benutzt, bekommst du von mir ein Empfehlungsschreiben. Er vergisst, was ich mit seiner Frau angestellt habe. Und du bekommst ohne großen Aufwand ein Empfehlungsschreiben. Und wenn ich mich wieder... einsam fühle, kann ich noch mal im Wirtshaus absteigen. Wird Anok denn ein Empfehlungsschreiben von dir akzeptieren? Na klar, vertrau mir. Hört sich nach einem guten Angebot an. Genug geredet. Leute wie du sind der letzte Abschaum. Du bezahlst jetzt deine Schulden und zwar sofort. Und was, wenn nicht? Was machst du dann? Das wirst du jetzt gleich zu spüren bekommen. Komm her! Auf einmal hat er eine ganz andere Stimme. Was kann denn schon groß passieren? Mach mal Stich. Da haben wir ein mächtiges Problem. Mach mal Stich. Er hält ja gar nichts aus. So ein Lappen.
Oh, der hat echt kein Gold. Jürgen, moin. Das ist ein schönes Dietrich hier, die nehmen wir mit. Hallo, ist was nicht in Ordnung? Das kann man wohl sagen. Was ist los? Ganz einfach, Tabert ist los. Geht's vielleicht auch etwas genauer? Pass auf, ich bin Schäfer und das schon seit vielen Jahren. Und jetzt kommt auf einmal so ein Händler daher und wird auch Schäfer. Als ob der nicht schon genug Gold hätte. Und wo liegt jetzt das Problem? Das sage ich dir. Wegen diesem Dreckskerl verdiene ich jetzt weniger. Naja, wenn er im fairen Wettbewerb... Ach, komm mir doch nicht mit fair, Junge. Der Penner lässt seine Tiere mit Hilfe von Magie fetter und gesünder aussehen. Er betrügt seine Kunden. Ah, das ist natürlich was anderes. So läuft das nicht. Ah, endlich jemand mit Sinn für Gerechtigkeit. Also, tu mit deinen Muskeln doch mal was Gutes. Hau seine Tiere um. Wenn du das erledigst, bekommst du von mir etwas Gold und ein Empfehlungsschreiben. Na, was sagst du? Wieso ist das so selbstverständlich, dass hier Empfehlungsschreiben überhaupt verteilt werden? Und warum wird so eine Aussage nicht geprüft? Hä? Ey, wir töten hier keine Kühe, ne? Sowas habe ich noch nie gehört, dass Kühe von Magie fetter werden. So einem kaltblütigen Penner wie dir sollte mal ein Snapper die Rübe abbeißen. Ganz genau. Ich bin Krieger. Ich hau doch nicht massenweise unschuldige Tiere um. Echt mal, Jürgen. Was fällt dir ein? Na, zahlst du jetzt? Oder soll ich noch etwas Überzeugungsarbeit leisten? Okay, okay. Hier, nimm das beschissene Gold und lass mich in Ruhe. Hier ist dein Gold. Und es würde dich sicher freuen zu hören, dass ich Barnabas eine ordentliche Abreibung verpasst habe. Oh, prima. Sehr schön. Hier ist das Schreiben und dein Gold. Falls du mal ein kostenloses Zimmer für die Nacht brauchst, komm einfach vorbei. Mach hier keinen Ärger. Und dann haben sie einfach eine komplett andere Stimme. Geh jetzt besser. So, was haben wir noch für fantastische Quests hier? Errol will Dylans Amulett. Er kann bei dem Lärm schlafen, ah ja. Es gibt bestimmt einen, der sagt, ja, so schlimm finde ich Götterdämmerung gar nicht. Man muss sich nur darauf einlassen und dann ist er auch gut. Also, das Spiel ist eigentlich gut. Mindestens einen gibt's. Guten Tag. Verrückter Vogelkerl. Hallo. Guten Tag. Hallo? Wer bist du? Rede, oder du bekommst meine Klauen zu spüren. Auch ein interessantes Outfit, ne? So schön bauchfrei. Ich komme im Auftrag von Ölk, dem Händler aus Silden. Du veranstaltest mit deinen Möwen einen Heidenlärm auf seinem Dach. Die Welt ist frei und gehört uns Vögeln. Wenn du dich uns in den Weg stellst, würgen wir unser Futter auf dich ab. Ja, der hatte auf jeden Fall Spaß beim Einsprechen. Diese Dialoge hier. Hör mal zu, Freundchen. Du hörst jetzt sofort auf mit diesem Scheiß. Scheiß? Du wagst es, mich und meinen Schwarm zu beleidigen? Mein Schnabel wird deinen Schädel zertrümmern. Beruhig dich mal wieder. Mit meinen Klauen und Flügeln werde ich dich von Antlitz der Welt fegen. Komm her! Ja, dann komm doch mal her, du Vogelkerl. Oh, Junge, Vogelkerl ist übel. Ja. Junge! Digger Typ. Hey, Ölk. Geht ab. Ich hab die Sache erledigt. Endlich bin ich ihn los. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Hier ist dein Schreiben. Danke. Wahnsinn und schon wieder eine fantastische Quest gelöst. Tja, und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir mal nach Geldern reisen und weitere fantastische Dinge erleben in dieser wundervollen Welt von Gothic 3, Götterdämmerung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hör bloß auf.